Film, jetzt Film. Hoffentlich nicht so viel Arthouse. Du wolltest gerne wissen, warum. Warum kannst du beantworten, warum du glaubst, dass Sascha nicht so der Cineast ist? Weil ich nichts von ihm weiß. Deshalb, okay. Deshalb ist ja, es einfach nur. Dann lernt ihr euch jetzt hier besser kennen. Das Spiel heißt Kopfkino und es spielen Smudo und Sascha um 4.000 Euro. Das Spiel heißt Kopfkino und es spielt im Kopf. Die Szenenfotos, die wir euch zeigen, die haben wir, bevor wir sie in diese Sendung mitgebracht haben, von einem Erziehungsbeamten überprüfen lassen. Genau. Erstens das. Und zweitens haben wir einen Praktikanten mit einer Kiste Cola Live eine Woche beim Photoshop eingeschlossen. Der hat sich ein bisschen mit den Fotos beschäftigt. Ach, scheiße. Und damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie das aussehen kann, zeigen wir euch ein Beispielfoto. So könnte ein Szenenfoto in diesem Spiel aussehen. Das läuft zu glatt. Wer den Film erkennt, der haut auf den Buzzer und sagt mir den Titel. Beispielfoto auf dem Monitor, bitte. Ich weiß es. Ja, aber er wusste es schneller. Pretty Woman. Ah ja. Den kann man eigentlich so lassen, ich hab oder? Ich habe das auch nur an der Frisur. Pretty Woman, wir lösen mal kurz auf, ob das stimmt. Ja, korrekt. Der Unterschied ist zwar fast nicht zu erkennen, aber es handelt sich um Pretty Woman. Genau so funktioniert das Spiel. Wer buzzert und die richtige Antwort nennt, bekommt den Punkt. Nennt er die falsche Antwort, bekommt den Punkt der Gegner. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt das Kopfkino. Zumindest heute Abend. Also lustig wird's auf jeden Fall. Definitiv. Wir starten das Spiel auf ein Signal, an das ihr euch mittlerweile gewöhnt haben müsstet. Der erste Film, den wir suchen, kommt jetzt. Ach du Scheiße, oh. Welcher dieser Cut. Ich weiß es. Wer ist denn das? Wer? Ja, bitte, Smudo. Zurück in die Zukunft, Teil 3. Ja, das ist Zurück doch in die Zukunft, Teil 3. Das ist wahrscheinlich der volle Klassiker. Spiel mir das Lied vom Tod. Wir lösen mal kurz auf. Irgendwas mit Sundance Kid und so. Django Unchained. Oh, geil. Wäre richtig gewesen. Der erste Punkt super für groß. Sascha. Der liegt bei mir immer noch im Regal. In dem, wo drauf steht, musst du unbedingt angucken. Der nächste Film, den wir suchen, hat eine Szene, die so aussieht, zumindest ungefähr. Ich dachte kurz, das war Doc Brown, Darlings. Das finde ich ja echt. Sehr schön. Oh Mann. Ich finde den Glas eigentlich am hübschesten da hinten. Dachgeschosswohnung, da hinten ist eine schräge Dachschräge. Ja, ja, ja. Und dann, ich weiß nichts weiter. Tim Bleistift, das ist die Optik, die Fashion, das könnte. Sieht aus wie 86 oder so. Sascha. Fatal Instinct. Den gibt's gar nicht, ne? Ich hab zwei miteinander vermischt. Das wird so wundervoll. Ich will, keiner rät, was wir die schauen Frage mal kurz nach. Gerät. Ich glaube. Wir lösen das Bild mal kurz auf. Aber Instinct ist dabei. Aber Oma, Fatal Attraction und Basic Instinct. Aber ja, das ist überhaupt gar nicht mein Gedankenliste. Aber wenn da gemischt ist. Also. Ja, aber hey, die Hälfte war schon mal richtig. Gibt zwar trotzdem keinen Punkt, zumindest nicht für dich, sondern für Smudo. Oma, komm runter, wir spielen Karten. Wir kommen zum nächsten Film. Aha. Oh Gott. Oh, was suchen wir? Wir machen nichts, außer uns hier blamieren. Sascha. Ich liebe diesen Typen. Ich möchte hier einfach mal so aussehen. Ja, links, ne? Das bist du selbst. In der Mitte, ja. So. Sehr gut. Green Mile. The Green Mile. Sascha sagt The Green Mile. Wir lösen das Bild auf. Jawohl. The Green Mile ist korrekt. Den zweiten Punkt gibt's für Sascha. Es steht 2-1. Hier kommt das nächste Bild. Welchen Film suchen wir wohl? Guck ich nicht. 2010, 2001. Smudo, bitte mach den Tisch nicht kaputt. Ja? Wenn ihr Ladies meine Insel verlasst, dann seid ihr eine Waffe und betet um Krieg. Habt ihr Magen das verstanden? Sir, jawohl, Sir. Bullshit, das Bullshit. Das heißt, es ist natürlich. So, ja bitte. Das ist unser Theater. Full Metal Jacket, sagt Smudo. Wir schauen mal kurz nach. Jawohl, Full Metal Jacket ist richtig. Ausgleich, es steht 2-2.
Hier kommt der nächste Film. Wie schön sich das anfühlt. Ich weiß ja doch was. Smudo. Da ist diese Szene so schön, wie er die Pillen frisst, die schon zu lange im Schrank standen und nicht mehr weiß, wo es lang geht. Das ist Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street. Great fucking movie. Wir lösen auf. Ja. Jawohl, das ist richtig. Wolf of Wall Street. Ein weiterer Punkt für Smudo. Der nächste Film. Sascha. Ziemlich beste Freunde. Do you remember? Ziemlich beste Freunde. September. Wir schauen nach. Jawohl. Das ist richtig. 3-3. Oh, ihr macht ja aber auch Hase und Igel, ne? Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt das Spiel. 3-3. Okay. Das ist so knapp. Hier kommt der nächste Film. Wir haben die genug Filme rausgesucht. Ich gehe davon aus. Sascha. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber. Ich würde das gerne nachher noch in echt sehen. Sag mir, welcher Film das ist. Und sie macht. Er macht so? Nee, und er macht mit. Komm, spring. Pass auf, er macht so. Und sie macht so. Ja, bitteschön, komm hier. Ich will nicht. Dirty Dancing. Ja, ja. Dirty Dancing. Wir schauen nach, ob das stimmt. Selbstverständlich ist ich das finde, richtig. Ich, muss, ja, ich finde, ich müsste auch anfangen, so ein Toupet zu tragen, weil das sah ganz gut aus. Du, ja. Fühl dich frei. Nach der Sendung kannst du machen, was Toupet. Du möchtest. 4-3 steht es für Team 3. Wir sehen das nächste Szenenfoto. Smudo. Oh, fuck. Tim Tausend, Pulp Fiction. Pulp Fiction, sagt Smudo. Wir schauen nach. Vor allem Bruce Willis sieht aus wie ich. Kannst du mal zurück? Das ist ja unglaublich. 1-1. Das ist korrekt. Pulp Fiction stimmt. Ausgleich. Es steht 4-4. Und wir halten fest, Smudo und Bruce Willis sind Brüder im Gesicht. Hier kommt der nächste Film. Smudo. Titanic. Ach Gott, natürlich. Titanic. Wir lösen auf. Ich möchte das nicht. Und es stimmt. Titanic ist richtig. Ich hab doch gesagt, Kopfkino heißt das Spiel ja nicht umsonst. Aber ich hab deshalb ein bisschen leichter gehabt, weil das ist eine Szene, von der ich auch träume. Absolut. Hier kommt der nächste Film. Drück! Bitte! Hier! Sascha? Wie er jetzt genau, wie heißt er jetzt genau? Das ist nicht Harry. Verliebt in Mary. Verliebt in Mary. Wir schauen nach. Da ist doch sogar die. Er heißt verrückt nach Mary. Das ist leider falsch. Der Punkt geht an Team 2. Es steht 6-4. Das ist Matchball. Wenn der nächste Film richtig ist oder Sascha, du einen Fehler machst, gehören nicht nur 4.000 Euro auf die Couch, das ist so spannend, mich mal. Ich sondern kann das 7.000 Euro. Aber wir wollen den Druck nicht unnötig erhöhen. Hier kommt der nächste Film. Ach, natürlich. Oh, wie heißt er denn? Bitte. Tom Hanks, Tom Hanks. Ja. Oh Gott, für die Fahrt von der Frau, viel Schnusi. Schade, weißt du es? Ich glaube ja, aber ich sehr spät erkannt habe. Forrest Gump. Oder nicht? Forrest Gump. Schauen wir mal nach, ob das stimmt. Forrest Gump. Forrest Gump ist richtig. Der Punkt geht an Sascha, weil Smudos nicht gewusst. Die beiden haben ja später in der Apollo-Kapsel gegessen. Ja, okay. 5-6. Sascha 5, Smudo 6. Hier kommt der nächste, eventuell entscheidende Film. Sascha. Mr. and Mrs. Smith. Jawohl. Mr. and Mrs. Smith. Wir lösen auf. Es ist richtig. Mr. and Mrs. Smith. Es steht 6-6. Knappes Höschen. Eine Sache steht fest, nach dem nächsten Film wissen wir, wer der Sieger dieses Spiels ist. Komm, Smudo, ein noch! Rubel. Konzentriert euch. Hier kommt der letzte Film. Nein!
Sascha? Prinz aus Zamunda. Ah, ja, Gratulation. Sascha sagt, der Prinz aus Zamunda. Das ist korrekt. Der Prinz aus Zamunda stimmt. Kopfkino. Yeah.